Ich bin bei den Vorarlberger Energienetzen verantwortlich für die Verteilernetzplanung. Und im Wesentlichen planen wir praktisch die Zukunft der Stromnetze in unserem Versorgungsgebiet, das im Wesentlichen das Bundesland Vorarlberg großteils abdeckt und auch den Bereich des Westallgäu. Und da sind wir zuständig für die Entwicklung der Stromnetze für zukünftige Lastanforderungen, für Erzeugungsanlagen, die ans Netz angeschlossen werden, für neue Anforderungen, die aus der Energiewende heraus entstehen, wie die Elektromobilität, also Änderungen der Energieanwendungen auch in der Bevölkerung. Also man könnte sagen, die Bundesregierung hat bei den Netzbetreibern ganz ordentlich bestellt, nämlich Ausbau der Elektromobilität von derzeit 1% Durchdringung in Österreich auf 30% Durchdringung. Ausbau der Photovoltaik vom derzeitigen Bestand auf das Achtfache im Jahr 2030. Dann gibt es noch zusätzlich Ausbauerfordernisse bei der Windkraft, die eher im Osten von Österreich zu erfüllen sind. Ausbau der Wasserkraft, also man kann sagen, die elektrischen Netze als Enabler der Energiewende spielen hier eine zentrale Rolle. Dies darum, weil ganze Lebensbereiche von fossil nun zum Strom kommen, nach dem Motto raus aus dem Öl, von Öl- und Gasheizungen zur elektrischen Wärmepumpe, die Mobilität, die bisher auf die Bahn beschränkt war und einige Straßenbahnen, nun zum Individualverkehr. Der Pkw soll also in hohem Maße elektrisch werden. Und diese ganzen Anforderungen werden in unseren Verteilernetzen insbesondere große Ausbauten erfordern, hohe Kosten bewirken. Und wir müssen natürlich, das ist die allgemeine Erwartung auch der Gesellschaft, die wir sehr ernst nehmen, das alles zeitgerecht schaffen, gut funktionierend und zu leistbaren Preisen. Wir haben erkannt, dass natürlich, wenn man jetzt diese Elektromobilität, die Photovoltaik, die stark ausgebaut werden soll, anschließt, dann passiert das in den unteren Netzebenen, also in den Niederspannungsnetzen. Also insbesondere in der ersten Phase werden sofort, das ist derzeit schon spürbar, die untersten Netzebenen vom Ausbau massiv betroffen sein. Dort haben wir genau auch die großen Leitungslängen und wenn diese Netzebene ertüchtigt werden muss, dann bedeutet das immer hohe Kosten, viel Tiefbauarbeiten, zusätzliche Trafostationen, also immensen Ausbau in den Stromnetzen, den wir natürlich auch nicht innerhalb kürzester Zeit flächendeckend für Österreich leisten können. Also um 22 Uhr weiß jeder Vorarlberger, da gibt es Strom um 2/3 des Preises, der am Tag herrscht. Damit ist eigentlich sehr etabliert, dass dann Waschmaschinen, Spülmaschinen, alles Mögliche, was große Leistungen beansprucht, also wo es um Mengen von Elektrizität geht, da angeschaltet wird. Das führt dann zu gewissen Belastungsspitzen, die dann meistens nicht sehr lange andauern. Kommt jetzt noch die E-Mobilität dann dazu, weil natürlich dann dieser Bedarf auch um reduziertes Geld laden kann, dann werden wir im Netz Spitzen zu erleiden haben, die nicht lange dauern. Schade, wir hätten die ganze Nacht Zeit gehabt, diesen Job zu erledigen und haben nicht das Nachttal um 2 oder 3 Uhr gewählt, müssen dann für 22 Uhr die Netze ausbauen, Kabel dafür legen, Transformatoren einbauen. Darum also unser Bestreben, eben diese Vergleichmäßigung, das Motto heißt hier Spitzenglättung, das möglichst zu etablieren, so dass es für die Kunden praktisch nicht spürbar ist, wir aber trotzdem eine Vergleichmäßigung der Netzbelastung damit erzielen und damit nennenswert Ausbaukosten sparen können, also sprich Netzausbauten entweder einsparen oder zumindest verzögern. Man kann vielleicht so beginnen, dass man sagt, die Haushalte waren bisher nicht sehr systemrelevant im Netz.
Also so eine Leistung von einem Kilowatt, ein halbes Kilowatt, das war so ein Grundrauschen, wo bisher es auch nicht notwendig war, auf die Leistung bei den Netztarifen irgendwie besonders Rücksicht zu nehmen oder das als Kriterium einzupreisen. Mittlerweile ist aber bei diesen voll ausgebauten Haushalten, also Prosumer-Haushalt mit PV-Anlage, Elektromobilität, vielleicht noch Klimaanlage, diese Leistungsanforderung in Bereiche von teilweise über 10 Kilowatt angewachsen. Damit werden nun diese Anlagen systemrelevant, kommen in die Größenordnung von Gewerbeanlagen, die wir schon bisher im Netz anders behandeln mussten, indem wir auch eine Leistungspreiskomponente in den Netztarifen drin hatten. Um jetzt eben diesem unmäßigen Leistungsbedarf eine gewisse Bremse einzubauen, dass die Kunden sich doch besinnen und nur das beziehen, was sie wirklich brauchen für ihre Mobilität, für das, für ihren Saunaofen und so weiter, dass sie sich das halt überlegen und ein bisschen da haushalten, ist jetzt auch der Regulator, die E-Control in Wien, im letzten Positionspapier bei dem Punkt angelangt, ja, es ist nun sinnvoll, angesichts dieser Entwicklung, wo viel vom Fossil jetzt zum Stromnetz kommt, die Haushalte in der Leistung ansteigen, auch das Netztarifmodell anzupassen, um eben da ein maßvolles Nutzen des sehr teuren Gutes Netzinfrastruktur damit anzureizen. Wir finden das unbedingt sinnvoll und wir sind sehr zuversichtlich, dass wenn der Kunde sich einmal daran gewöhnt hat, dass er sein Auto genauso vielleicht mit 4 oder 5 Kilowatt laden kann und bis am nächsten Tag 200 Kilometer dann wieder Reichweite in der Batterie hat, er erkennt, dass dies für ihn in der Energiedienstleistung überhaupt kein Problem ist. Und darum denke ich, dass diese Maßnahme durchaus Sinn macht. Jedenfalls ist sie volkswirtschaftlich für die Netzentgelte, die alle Kunden zahlen, ganz sicher ein Kostendämpfer. Als Planer hat man natürlich auch gewisse Planungsrisiken. Es gab mal ein Sprichwort, planen heißt Zufall durch Irrtum ersetzen. Wir wollen uns natürlich möglichst wenig irren, haben darum auch bei der Netzberechnung in Österreich die ganzen Netzbetreiber diese Berechnungen mit unseren Planungsansätzen, unseren Kostenstrukturen selbst durchgeführt und beobachten sehr aufmerksam auch die technologische Entwicklung. Ein Planungsrisiko wäre jetzt natürlich zum Beispiel, wenn jetzt der Wasserstoff sich bei dem Pkw durchsetzen würde, technologisch. Wir jetzt mit großer Erwartung der Kunden die vielen Leitungen zu den Häusern verstärken, um jetzt E-Mobilität anschließen zu können, die dann kommen soll. Nach 10 Jahren gibt es einen Technologiewandel. Und die Kunden kaufen sich Wasserstoff-Pkw und fahren dann wieder wie früher zur Tankstelle. Und unsere Leitungen, die wir inzwischen gelegt haben, wären dann sogenannte Stranded Costs, also Investitionen, die in den Sand gesetzt wurden. Somit ist die derzeitige Perspektive für uns mit einigermaßen guter Prognosesicherheit, dass die Elektromobilität in einem hohen Anteil auch in 20 Jahren noch in den Netzen angeschlossen werden soll. Da waren wir jetzt vor 2-3 Jahren noch wesentlich unsicherer, aber die Entwicklung technologisch gibt uns da momentan etwas mehr Planungssicherheit und auch Investitionssicherheit. Also mit solchen Unwägbarkeiten sind wir natürlich laufend konfrontiert. Wenn man nur sich in Erinnerung ruft, dass 2010 noch niemand mit der Elektromobilität überhaupt gerechnet hat. Also man sieht, die Zukunft wird immer unwägbarer, die Entscheidungssicherheit immer noch die größere Herausforderung und das auf allen Management-Ebenen, kann man sagen, und in vielen politischen Bereichen ebenso. In dem Zusammenhang interessant, es gibt bei uns im Netzbetrieb mit der Planung gemeinsam das Projekt Netzstrategie Mission 2030. Hier suchen wir Lösungen, die kosteneffizient mehr Leistungsfähigkeit in die Netze bringen.
Da wird zum Beispiel untersucht, dass man mehr Intelligenzmesstechnik in die Trafostationen bringt. Wir auch dadurch mit mehr Messwerten eine bessere Bewirtschaftung der Netzreserven durchführen können. Auch die Systemgrenzen durch Messwerte, die wir von den Smart Metern oder anderen Messgeräten hereinbekommen, besser ausloten können und im Griff haben. Also das heißt, eine technologische Offensive erwarte ich, dass also bis ins Jahr 2030 insbesondere Schwerpunktstationen oder andere wichtige Trafostationen mit mehr Messtechnik ausgerollt sind. Dann kommen mehr Daten herein, das heißt, wir arbeiten an der automatisierten Netzberechnung. Also es ist ein Ziel, dass wir schon bis 2022 zum Beispiel die Situation haben, dass ein Kunde sehr anwenderfreundlich über ein Webformular eingeben kann, ich möchte eine Ladestelle an meiner Adresse, und ohne dass dann ein Mitarbeiter vom Vorarlbergnetz lange da eine Berechnung macht, bekommt er schon über Web oder E-Mail den Netzzugangsvertrag zugesandt, weil automatisiert eine Netzverträglichkeitsprüfung abgelaufen ist. Auch dafür natürlich helfen uns Smart Meter und sonstige Messdaten sehr, dass wir dieses System da nachschärfen können. Also das sind jetzt so Entwicklungen, die eine Perspektive auch zeigen. Andere Regelstrategien, wie wenn wir irgendwo lange Leitungen haben, dass wir in der Mitte einen Strangregler setzen, der uns da wieder die Netzspannung anhebt. Das kann in Einzelfällen auch eine sehr kosteneffiziente Maßnahme sein. Ansteuerungen in Kundenanlagen, also dass wir die E-Mobilität ansteuern, wenn Netzhochlast ist und da ein bisschen die Leistung reduzieren, dann wird es wahrscheinlich etabliert sein, dass wenn die PV Überschuss hat und das Fahrzeug angesteckt ist, der Überschuss dann in die Ladung der Batterie des Fahrzeuges eingespeist werden kann. Also solche Modelle werden sich entwickeln. Vielerorts haben wir noch Schnittstellenprobleme. Das Ganze muss natürlich mit IT-Security konform sein. Die Datensicherheit ist ein sehr hohes Gut. Hier wollen wir keine Zugeständnisse machen. Aber die Dinge entwickeln sich und wir werden ganz sicher 2030 eine wesentlich technisiertere Netzlandschaft haben als heute.